Warum ist denn all diese Unregelmäßigkeit? Woher rührt denn das? Dieser Unfriede? Ich habe heute die Nachrichten gehört und da ist auch, kommt eine kurze katholische oder christliche, naja, kann sich nicht mehr sagen, wie es genau heißt, aber über Religiosität wird da gesprochen. Da wurden wieder einmal die Islamisten beinahe heilig gesprochen. Ich liebe den oder die Islamistin, die Person, weil sie ein Kind Gottes ist auch. Denn wenn sie kein Kind Gottes wäre, dann wäre sie wie als ein Tier. Es ist also der Hauch Gottes, die Seele in jedem Menschen. Die Seele, die gibt Gott. Und so habe ich jeden zu schätzen. Welcher Religion er auch ist, einfach weil er Mensch ist und somit eine Seele besitzen muss. Und die Gott über alles liebt, das ist sein Kind. Dann habe ich nur ein Wunsch, dass das Kind den wahren Gott kennenlernt, woher es kommt. Aber es nützt nichts, wenn ich da anfange reden. Zuerst muss ich mal ein Vorbild sein. Das ist auch in der Kirche. Die Christen, sind sie Vorbilder? Zu mehr als 90%? Nein! Sie sind, ich sehe sie am YouTube, mein Gott nochmal, was sagt man da alles? Richtige Gemeinheiten. In einer furchtbaren, gemeinen Art wollen sie mich belehren, was wahres Christentum ist. In einer gemeinen Rede. Die haben sich ja schon gezeigt, was sie sind. Besserwisser heute. Das sehe ich auch auf YouTube, da immer alle haben Besserwisser. Dann nützt alles nichts und auch wenn ich mit dem Heiland eins bin, wenn ich oben war und gesehen habe, nützt alles nichts, die wissen es besser. Übertünchte Gräber, die von außen glänzen, inwendig sind sie voll Modergeruch, hat der Heiland gesagt. Ich bringe euch so weit, immer so weit, Gott sagt jetzt so, so. Ich bringe euch eine neue Lehre. Denn die Kirche, wo heute Kirche ist, in erster Linie sagt Gott, ist eine Kloake. Allerdings mit YouTube schimpfen sie mich immer noch als Amtsbischof. Ich war noch nie Amtsbischof. Ja, das geht doch nicht. Sie haben ja gar nicht gelehrt bei uns im Gymnasium und so, in der Schulkirche. Mich hat wohl ein Bischof zum Bischof gewählt. So wie auch bei Paulus, Ananias ihm die Hände auflegte. Gott hat mich gerufen. Weder Papst noch Bischof. Gott hat mich berufen für diese Zeit. Und ich habe eine neue Lehre, denn was die Kirche gemacht hat, ist nur noch eine Gesetzeskirche. Eine hochdoktorierte, mit Titel versehen und alles. Das ist doch nicht das, was Petrus gepredigt hat. Jetzt ist der Papst in Assisi und da mit allerhand für Glaubensrichtungen, die einen haben als Gott Shiva, die anderen haben sonst Allah und weiß ich was,
Und er betet mit denen gemeinsam, was hat der Heiland gesagt? Oder Gott? Ich allein bin dein Gott, ich will keine falschen Götter mit mir haben. Der Papst wieder, also tut sich total gegen diesen Auftrag Gottes. Handeln, handeln. Wenn ein Papst, man sagt, er sei der Stellvertreter Petri, also neuer Petrus, falsch. Ein Papst sollte sein. Er müsste auf dem Felsen Petri stehen. Petrus ist und bleibt der Fels in aller Ewigkeit, hätte ich mal gesagt. Er bleibt der Fels. Und der Papst hätte auf diesem Felsen zu stehen, das heißt die Lehre Petri, dafür sorgen, dass das nicht untergeht oder falsche Interpretationen kommen. Aber wenn er sowas macht wie jetzt in Assisi oder da in Jerusalem, wenn ihr wisst, was er vorhat, dann widersteht er eigentlich dann total gegen Petri Lehre und auch Jesu Lehre. Geht in alle Welt, lehret sie alles, halten, was ich euch geboten habe und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das hat er gelernt. Aber nein, Papst sagt, nein, wir müssen mit denen jetzt zusammen leben, man kann sogar miteinander beten. Der eine Papst küsst den Koran, wo Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Prophet. Ein anderer Papst geht in die Moschee, kniet nieder vor Allah. Ja, weil man jetzt da mit Shiva und diese da, die verschiedenen Religionen zusammen jetzt gemeinsam betet, um den Frieden. Wie sagte dieser heilige Bruder Klaus? Friede ist allein in Gott. Also nur der eine wahre Gott kann Friede geben, denn er ist der Friede. Nur da. Aber eine neue Lehre, ich kann niemals sagen, dass es in dem Sinne eine neue Lehre ist, sondern es ist nur wieder die Lehre, die der Herr den Aposteln gesagt hat und was noch nachträglich noch kam. Denn der Herr sagt ihnen, vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr würdet es noch nicht verstehen. Und das könnte man heute noch wieder sagen, Gewissen. Aber der Heilige Geist kommt und wird euch Neues sagen. Das heißt so, die Kirche hat alleine die wahre Waffe gegen Satan. Aber wenn sie schon im Rauch Satan steckt, benutzt sie es nicht mehr. Ich werde immer gröber im Reden. Ich weiß es, aber es geht auf eine Zeit zu, wo ich nicht mehr kann, lieb, wo ich klar reden muss. Ich weiß von Anfang an, dass das nicht mehr eigentlich meine Art wäre. Aber ich sehe, was auf uns zukommt. Ich sage es lieber nicht. Die Kirche wäre also, hätte die Waffe. Die Kirche wäre eigentlich die Elite gegen Satan. Gegen Satan. Eine Elite aber geht niemals durch Angriffe von außen, sondern alleine durch Fäulnis im Innern zugrunde. Und ich war über 2 Jahre im Vatikan drinnen. Und was ich gesehen habe, oh, graus. Ihr habt keine Ahnung, was da geht. Jetzt fangen wir mal mit dem Geringeren an.
da wird nur, ich finde das Fremdwort nicht, da wird nur den Hörern, die wo Priester werden möchten oder wo Priester sind, möchten Bischof werden, die Bischöfe und Kardinäle werden und weiß ich was, da wird so miteinander geschmeichelt und getan, dass man höher kommt. Eine Homosexuelle, was man bis jetzt weiß, ist nur eine Eisspitze. Ein Morast. Selbst Kardinäle. Was soll ich denn von einem Kardinal sagen, der in Rom, in der da gibt es eine der berühmtesten homosexuellen Dinge, wo eine ganze Etage im großen Haus, im oberen Stock wohnt der Kardinal. Und da ist schon viel mehr gegangen, da ist Mord geschehen, Morde. Da ist Kinderding, schwarze Messen im Untergrund. Es ist ein Morast und da glaubt ihr, dass der Heilige Geist darin noch arbeitet oder handelt.